Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Bergerli. Es ist mir eine ganz besondere Freude, nicht nur, dass Sie heute auch wieder so zahlreich dabei sind, sondern dass wir die Chance haben, zurückzukehren in die wunderschöne Bundesstadt Bern, hier bei fast schon frühlingshaften Wetterbedingungen. Und das, was Sie da im Hintergrund sehen, ist sozusagen das alte Hauptquartier der bernischen Macht, als unser Bern noch eine europäische Militärmacht ersten Ranges war. Wir haben übrigens darüber auch schon mal eine ausführliche Sendung machen können. Das allerdings ist nicht das Thema. Und ich leite gleich über zu Christoph Mörgli, denn worüber wir uns heute unterhalten werden, ist dieses prächtige Bauwerk im Hintergrund hier, schön von der Sonne beschienen, eine Kirche, eine Kathedrale geradezu, die eine wichtige Rolle spielt in der schweizerischen Geschichte. Und ich frage Christoph gleich mal, was ist das für eine Kirche, die sich da so prächtig erhebt? Sie ziemlich, ja, protestantisch aus, streng gehalten, generell etwas wie die Architektur hier in der Bundesstadt. Was ist das, Christoph? Grüezi miteinander. Der Eindruck protestantisch, der täuscht. Es handelt sich nämlich um die christkatholische Kathedrale. Du hast das Wort richtig gesagt, Kathedrale, denn es ist Bischofssitz, die christkatholische Kirche St. Peter und Paul. Die wurde ursprünglich errichtet als römisch-katholische Kirche und mit dem Bau begonnen wurde im Jahr 1858. Entworfen hat das Bauwerk derselbe Architekt, der in Paris auch das Rathaus gemacht hat. Wir sehen eine Wiederaufnahme von Stilen wie Romanik, aber auch Frühgotik. Aber wie gesagt, es ist mittleres 19. Jahrhundert. Und die junge Bundesstadt, damals zehnjährig erst, hat auch den Katholiken ein Gotteshaus anbieten müssen, würde ich jetzt fast mal sagen. Denn auch die katholischen Abgeordneten mussten irgendwo beten können. Und darum hat Bern dieses einmalige Standort situative Gebilde zur Verfügung gestellt und hier konnte dann tatsächlich die römisch-katholische Kirche etwas bauen, das heute noch sich sehr schön präsentiert. Ich bin jetzt theologisch einigermaßen verwirrt. Nach meinen bescheidenen Kenntnissen hat doch der Huldrych Zwingli schon im 16. Jahrhundert auch die Reformation in Bern vorangetrieben und die Berner und die Zürcher waren sozusagen ein spirituell-militärisches Bündnis, das dann wiederum den Genfern geholfen hat, um ihren Galwin da gegen die Franzosen zu verteidigen. Wie noch einmal haben sich da sozusagen die Katholiken in diese, ja, urprotestantische Stadt, in diese calvinistische Stadt fast schon Bern verirren können? Was ist da noch einmal der ganz genaue Grund? Ja, in der Tat ist natürlich Bern seit Jahrhunderten protestantisch, aber mit der Bundesstadt musste man auch den Katholiken einen Versammlungsort anbieten. Also das war ein Auftrag sozusagen der Eidgenossenschaft oder eher ein freiwilliger Beitrag, den man sozusagen in Absicht der Harmonie da von sich aus geleistet hat? Nein, die Eidgenossenschaft hat durchaus einen gewissen Druck ausgeübt, aber die Berner waren dann großzügig. Sie haben den Katholiken drei Bauplätze angeboten und die Katholiken waren natürlich auch nicht so zurückhaltend, dass sie dann nicht den besten und repräsentativsten gewählt hätten, nämlich direkt neben dem Rathaus, dem alten bernischen Machtzentrum, eine Kirche zu errichten. Das war natürlich eine einmalige Gelegenheit und den haben die damaligen römisch-Katholiken mit Freude ergriffen. Und was ist aus diesen Katholiken dann geworden in dieser protestantischen Bundesstadt in enger Tuchfühlung hier mit dem Rathaus? Das Gotteshaus wurde 1864 eingeweiht, damals eben noch römisch-katholisch, aber es kommt dann 1870 zum großen Kulturkampf. Der tobte nämlich nicht nur in Deutschland unter Bismarck, sondern durchaus auch in der Schweiz. Es war nicht in erster Linie ein Kampf zwischen Protestanten und Katholiken, das schon auch ein Stück weit, aber eben vor allem zwischen katholischen Liberalen und den konservativ römisch gebliebenen, sogenannten ultramontanen Katholiken.
Und Bern hat sich da als Staat massiv eingeschaltet und wollte natürlich dieses Unfehlbarkeitsdogma weghaben. Die bernische Obrigkeit hat auch die jurassisch-katholische Minderheit ziemlich schäbig behandelt, muss man vielleicht sagen. Hier also, man hat dann Priester ausgesiedelt, quasi davon gejagt, weil die eben der alten römischen Kirche treu geblieben sind. Aber Ausgangspunkt dieses Kulturkampfes ist in der Tat die Erklärung der Unfehlbarkeit durch den damaligen Papst und eben des unfehlbar ausgelegten Lehramtes. Das durfte nicht hinterfragt werden. Und was war in der damaligen Zeit der ganz große Aufreger? Das wirkt ja auf uns heute etwas distanziert. Man fragt sich, wie ist das überhaupt möglich gewesen, dass man derartige Energien darüber entfesseln konnte. Die Ultramontanen, ich glaube, das darf man noch kurz hinzufügen, das sind eben die, die eben jenseits der Berge ihre Loyalität gegenüber dem Vatikan gelebt haben. Aber was störte die damals protestantischen Herren und Eliten in der Stadt Bern an diesen Ultramontanen, an diesem Unfehlbarkeitsdogma? Warum konnte das zu einem derartigen Stein des Anstoßes werden? Man wollte eben in der Gesetzgebung und auch in der Verfassung den Staat in allen Gebieten möglichst durchsetzen. Das galt zum Beispiel auch für das Schulwesen. Es gab vorher durchaus konfessionelle Schulen. Das galt zum Beispiel für das Zivilstandswesen, für die Begräbnisse und so weiter. Das waren vorher die Konfessionen, die das geregelt haben. Also es tobte ein Kampf zwischen eigentlich den staatlichen Instanzen, vertreten durch die damals herrschenden Liberalen. Und das sind durchaus nicht nur die Protestanten, sondern auch die Katholiken, die vom Anfang an in den Bundesstaat integriert wurden. Aber es mussten liberale Katholiken sein. Es durften nicht konservativ gebliebene Unterlegene des Sonderbundskrieges sein. Das heißt, man hat diesen Katholiken, diesen Urkatholiken oder Ultramontanen vorgeworfen, dass sie mit ihrer Religion sozusagen der Verweltlichung entgegenstehen, dass sie da auch Ordnungsansprüche und gesellschaftliche Herrschaftsansprüche erheben, die sich nicht vertragen mit einem liberalen Staatsgebilde. Tatsächlich, mein verehrter Lehrer Peter Stadler, der vielleicht beste Kenner des Kulturkampfes in der Schweiz, hat auch eine große Monographie darüber geschrieben. Der hat gesagt, es war eine Art Investiturstreit des 19. Jahrhunderts. Das heißt, wer ist zu oberst? Ist es Papst oder Kaiser? Und in der Schweiz war es eben der Kaiser in Anführungszeichen. Es sollte der Staat sein, der im Zweifelsfall eben sich durchsetzt. Nun ist ja diese Kirche heute, du hast es bereits angedeutet, nicht mehr eine katholische Kirche, sondern das hat Veränderungen gegeben, den Charakter auch dieses Gotteshauses geprägt. Was sind da die entscheidenden Weichenstellungen? Im Schweizer Kulturkampf, genau wie im deutschen Kulturkampf, haben sich dann die liberalen Katholiken, die freisinnigen Katholiken, wie sie sich bei uns auch nannten, abgespalten von der römisch-katholischen Kirche. Das begann zu Beginn des 1870er Jahrzehnts. Da wurden die aktiven Protestanten auch eingebunden, indem sie sagten, ja, wir ziehen euch auf unsere Seite. Und die liberalen Katholiken haben dann tatsächlich eine eigene nationale Kirche gegründet. Das Bischofsamt, das blieb, aber der Bischof durfte heiraten, genau wie die Pfarrer, die Priester durften ebenfalls heiraten. Der Zölibat fiel also dahin und genauso natürlich das päpstliche Lehramt. Man hat sich in der christkatholischen oder auch altkatholischen Kirche von Rom gelöst. Und wer ist denn der oberste Chef dieser christkatholischen Kirche? Hat man da auch einen Papst oder sind das autonome Fürstentümer sozusagen, Bischofstümer? Bistümer. Es war ein Bischof. Der erste Bischof hieß Herzog. Der war auch theologisch durchaus einflussreich und hat dann eben die Grundsätze dieser christkatholischen Kirche aufgebaut. Es geht eigentlich darum, dass zwischen Bischof und Synode
kaum ein Widerspruch besteht. Man einigt sich in der Regel über die kirchenpolitische und innerkirchliche Marschrichtung. Das ist bis heute geblieben. Es ist ein Bischofsamt nach wie vor mit dieser Kirche Peter und Paul verbunden. Es gibt auch eine theologische Fakultät der Christkatholiken, die war ebenfalls an der Universität Bern angesiedelt, ist heute meines Wissens vereinigt mit der reformierten Theologie. Also sie steht einigermaßen nahe bei den Reformierten, noch näher vielleicht bei der anglikanischen Kirche. Sind auch die Messen, die Rituale stärker nun auch bildhaft und sinnlich geprägt, wie das in der anglikanischen Kirche der Fall ist? Das kann man sagen. Also vieles natürlich am Ritus erinnert an die römisch-katholische Kirche, wenn eben auch bestimmte Unterschiede bestehen. Und wo hat sich eigentlich dieser Kulturkampf abgespielt? Das wäre auch eine interessante Frage. Bern war sicher ein Zentrum mit dem Jura. Da gab es auch einen jurassischen Bischof, Lascha, den man dann in die Wüste schickte. Und das haben die Jurassier, die damals eben keinen eigenen Kanton hatten, sondern bernisch waren, überhaupt nicht gut geheißen. Und Rom hat auch in Genf Einfluss nehmen wollen und dort einen Mann befördert, sodass die Genfer Protestanten sich da in Gefahr sahen. Auch da tobte der Kirchenkampf, man könnte sagen, besonders heftig in Bern und in Genf. Ist diese christkatholische Kirche ein schweizerisches Phänomen oder hat sich das über die Landesgrenzen hinaus fortgebildet oder ist diese christkatholische Kirche auch von auswärtigen, ausländischen Vorbildern inspiriert? Du hast die anglikanische Kirche angesprochen, gibt es noch andere? Die altkatholische Kirche von Deutschland hat sich ebenfalls abgespalten. Da war ein Ignaz von Döllinger die führende Figur, die eben auch nicht mitmachen wollte bei dieser Unfehlbarkeit, die wahrscheinlich damals auch etwas hochgehängt wurde. Also man hat das auch etwas übertrieben mit der Feindseligkeit. Das hat sich dann auch in der neuen Bundesverfassung von 1874 niedergeschlagen. Das Jesuitenverbot war natürlich ein großes Thema, aber eben auch das Verbot für Geistliche ins Parlament einzuziehen. Gibt es aber christkatholische Kirchen, die sich so bezeichnen, beispielsweise in Deutschland oder in anderen Ländern auch, oder ist das nun doch eine schweizerische Eigenheit, ein Spezifikum? Christkatholische Kirchen gibt es auch in Deutschland und in anderen Ländern. Aber es ist eine verschwindend kleine Minderheit. Wir sprechen, wenn wir von Christkatholiken reden, das ist übrigens die dritte seit je staatlich anerkannte Konfession neben den römisch-katholiken und den evangelisch-reformierten. Wenn wir von den Christkatholiken reden, reden wir von wenig mehr als 10'000 Mitgliedern heute in der Schweiz. Und das ist natürlich auch ein Problem, mit so wenigen Leuten eine Kirche zu unterhalten. Das ist sicher eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe, auch wenn man denkt, dass sich das natürlich von den Kantonen Zürich, Solothurn, Aargau bis dann eben auch Bern, Basel in die Westschweiz erstreckt. Das sind viele Einzelkirchen, viele Einzelkämpfer auch und ich stelle mir das wirklich nicht sehr einfach vor. Die Kirchen sind ja in einer Krise, vor allem auch in Europa, in anderen Teilen der Welt weniger. Gilt das auch für die christkatholische Kirche? Ich meine, sie sind schon auch die Opfer in den letzten Jahrzehnten von massiven Kirchenaustritten geworden. Da ist kein großer Unterschied zu den anderen. Sie werden natürlich auch Opfer von Taten, die sich beispielsweise in der römisch-katholischen Kirche abgespielt haben, genau wie reformierte Mitglieder austreten wegen dem angeblichen Missbrauch und so weiter. Viele Kirchenmitglieder unterscheiden hier also nicht. Ich glaube schon, dass da durchaus ein rechter Aderlass stattgefunden hat. Und wofür steht die christkatholische Kirche politisch? Das ist ja auch ein Trend, den wir beobachten können, dass die Katholiken, aber auch die Reformierten sich da sehr stark und zum Teil auch dezidiert in den Kirchen zu politischen Fragen äußern. Stichwort Konzernverantwortungsinitiative, auch andere, gewissermaßen die Politisierung der Kanzeln. Ist das auch in der christkatholischen Kirche zu beobachten? Und wenn ja, welche politische Richtung wird da am ehesten vertreten in dieser Konfession?
Ich habe das jetzt eigentlich nicht so erlebt, dass die christkatholische Kirche hier zuvorderst stand bei den zeitgeistigen Themen. Aber historisch ist die christkatholische Kirche auch von ihren Initiatoren, Augustin Keller beispielsweise im Kanton Aargau, schon eine freisinnig-liberal-radikale Sache. Ich würde sagen, im liberalen Bürgertum gut verankert. Im Aargau und im Solothurnischen war der Kulturkampf etwas milder als eben beispielsweise hier in Bern oder dann auch in Genf. Was sagt der Vatikan zu dieser christkatholischen Kirche? Ist das für ihn eine absolute Abirrung oder anerkennt man diese Kirche? Nein, es ist natürlich schon eine Abspaltung, die der Vatikan nie gerne gesehen hat, auch damals schon nicht, aber auch heute hätte man natürlich lieber die reine Lehre der römisch-katholischen Kirche, der einzigen Mutterkirche, aber im Bereich der Ökumene hat man natürlich in den letzten Jahrzehnten schon Fortschritte gemacht. Man spricht zusammen, man feiert zusammen auch Gottesdienste, aber eben auch mit anderen konfessionellen Richtungen. Steht die christkatholische Kirche insofern vielleicht für eine schweizerische Eigenheit? Wir haben das ja auch schon beobachtet im Kanton Solothurn, wo der Katholizismus und der Liberalismus ja sozusagen eine gewissermaßen politische Wahlverwandtschaft eingegangen sind. Das ist ja atypisch, da ja der Katholizismus und der Liberalismus ja alte Gegensätze bilden. Ist sozusagen diese christkatholische Kirche auch Ausdruck eines typisch schweizerischen Kompromisses? Das könnte man, glaube ich, schon sagen. Es kam auch dazu, dass die Reformierten sich im Allgemeinen eher etwas rausgehalten haben bei diesem Kulturkampf. Sie haben dann eher auch in den mittleren 70er Jahren zur Mäßigung aufgerufen. Hier fand übrigens der erste Gottesdienst meines Wissens 1875 statt. Damals wurde also hier die christkatholische Lehre begonnen. Aber heftig ausgetragen wurde der Kulturkampf innerhalb des Katholizismus eben zwischen konservativ gebliebener Richtung und den Liberalen, wo praktisch keinerlei christkatholische Bewegung stattfand, war in der Zentralschweiz. Da ist man ultramontan geblieben, eben papsttreu und auf Rom ausgerichtet. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Hast du noch etwas, was hinzuzufügen wäre? Nur vielleicht das kurze Glockengeläut, das wir gehört haben, diese Kirche St. Peter und Paul hat drei Glocken, das ist relativ bescheiden und ist natürlich nicht vergleichbar mit dem Münster. Da haben natürlich dann die protestantischen Berner doch sicher die Absicht geäußert, dass das Geläute dieser etwas bescheidener christkatholischen Kirche den Dom der Protestanten, eben das Berner Münster, nicht übertönen kann. Dass sozusagen aus Sicht der Reformierten die Kirche im Dorf bleibe und da keine Konkurrenzkirche die Angestammte übertönen könnte. Meine Damen und Herren, zum Abschluss rücke ich uns beide noch ins Bild hier mit dem prächtigen Turmbau und diesem ja wunderschönen Gebäude hier an geschichtsträchtiger Stätte. Noch einmal das Rathaus in Bern, Frühlingshaft. Wir verabschieden uns für heute. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und vielen Dank, lieber Christoph, für deine wie immer rasiermesserscharfen Ausführungen zu einem interessanten Kapitel der schweizerischen Geschichte.